Willkommen zu FN24 Audi-Karriere. Wir sind heute in Kanada, Montreal. Ich freue mich extrem, denn gerade auf diesen Strecken, wo du kaum Aerodynamik oder Chassis brauchst, ist, glaube ich, der Audi ziemlich stark, weil wir halt noch nicht viel entwickelt haben, eher nur in Antrieb. Das heutige Rennen wird trotzdem spektakulär, denn am Ende des Rennens soll es auch noch regnen. Und generell, Kanada immer natürlich für eine Überraschung gut, Red Flag und so weiter. Das ist ein halber Startkurs, 4,3 Kilometer, 14 Kurven und 3 DRS-Zonen machen diese Strecke hier tatsächlich zu einem der Highlights in der ersten Saisonhälfte. Ich freue mich immer wieder und ich würde mal sagen, bevor es losgeht ins Rennen, geht es jetzt mal los in meine Qualifying-Runde, während wir hier noch einmal die Skandalkurve von 2017 sehen. Jetzt geht's los hier Richtung Turn 1, die erste Runde. Hat mich jetzt nicht ganz überzeugen können. Wir gehen hier ganz spät noch einmal über die Linie. Ja, ein bisschen gerutscht, TSC-Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und KI auf 97. Hier geht es jetzt durch, zickzack, links ein bisschen ins Gras, doch das lässt die Kurve auch zu. Gerade im Game ist das kaum ein Unterschied. Jetzt hier erster Sektor, gute Zeit bis jetzt gefahren, 5 Zehntel schon im Delta. Und ein bisschen was verloren beim Exit, aber das magische Wort auf dieser Strecke ist tatsächlich ERS-Management, denn man hat natürlich die eine Hälfte, wo viele Kurven sind, gerade jetzt hier. Und dann ab der Haarnadelkurve ist wirklich vieles, vieles nur noch geradeaus, Vollgas. Und du brauchst dann wirklich auch viel ERS. Jetzt hier also knappe 4 Zehntel im Delta. Wir sind noch immer noch einen Ticken langsamer als Guan Yu Zhou auf den 18. Platz. Das ist natürlich jetzt nicht so sauber. Vielleicht geht es aber durch die letzte Kurve doch ein bisschen Zeit gut zu machen. Hier habe ich mir ein bisschen Hotlap aufgespart, was uns da fast auf 6 Zehntel bringt. Letzte Kurve gut geschnitten, nah die Wall of Champions und da geht's rauf auf beinahe 7 Zehntel, Leute. Wo werden wir starten? Das gucken wir jetzt. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Oscar Piastri startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Hamilton, Norris, Leclerc, Sainz, Perez, Fernando Alonso, Stroll, Ocon, Albon, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, der Professor, Bottas, Sargent, Joe, und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es war eigentlich eine saustarke Runde, aber dann leider nur P18 geworden. Das ist natürlich eine leichte Enttäuschung, aber ich werde wie immer alles geben und vielleicht sind Punkte drinnen, doch das könnte heute tatsächlich mega schwierig werden. Von da hinten, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Zwei Fünftel des Rennens sind mit Regen versät. Keine Ahnung, wie stark der werden wird, ob man mit Slicks weiterfahren kann. Jetzt gehen wir aber mal rein. Lights out und let's go. Kanada Grand Prix Audi Karriere Season 1. Wir kommen ja gut vom Fleck weg. Besser als Nico Hülkenberg und auch besser als Daniel Ricciardo und einige andere. In Turn 1 wird es jetzt hier wieder ganz, ganz eng. Da gibt es einen kleinen Wheelbang mit Magnussen, aber der hat es eh nicht anders verdient. Ja, die Kollision habe ich vermieden. Verursacht, obwohl es eigentlich nur ein Wheelbang war. Und da gehen wir ganz spät rein. Pierre Gasly denkt da gar nicht dran. Ich bleibe aber da echt mit Absicht hinter Ocon, weil ich halt genau weiß, dass ich neben der Strecke war. Wir sind hier bereits auf den 12. Platz vorgekommen. Und hier, nein, da kann ich nicht reinhalten. Das lässt die Kurve leider nicht zu. Trotzdem ein sauser guter Start. 6 Plätze gut gemacht. Und wir haben natürlich auch noch das Glück, dass ein Esteban Ocon und ein Lance Stroll vor uns sind, die halt beide jetzt nicht gerade zu den, sagen wir mal, Top-Teams zählen und da könnten wir vielleicht noch den ein oder anderen Platz erben. Vielleicht auch durch eine gute Strategie, vielleicht auch durch eine schlechte wieder was ein bisschen was verlieren. Hier haben wir noch einmal diesen Lampenbug, den es tatsächlich hier gibt und dann wird es auf einmal grün hier nach dieser Start- und Ziel, ja, Linie, keine Ahnung, was da los ist, Turn 1 hier. Bin echt spät reingegangen, aber ja, zu dritt kann man in Turn 1 und ich habe auch innen dann genug Platz Magnussen da gelassen und gegen Pierre Gasly, da bin ich echt stolz drauf, denn damit hat er wirklich nicht geredet. Ich dachte so, ich gehe da links und dann ziehe ich dann so rechts rein. Wir sind mittlerweile aber immer noch hinter Esteban Ocon, hängen da ein bisschen fest und das ist auch so ein bisschen, oh, da titschen wir leicht gegen die Mauer, das ist auch so ein bisschen, wo ich uns aktuell sehe, also so hinter Alpine. Wir sind auch in der Weltmeisterschaft knapp auf Alpin-Niveau, aber kommt natürlich auf die Strecke an. Heute wäre es natürlich eine Nullnummer für beide Teams,
Aber da, wie gesagt, da würde ich mich noch nicht festlegen drauf. Ab in diese Haarnadelkurve. Und jetzt darf ich auch dann wieder Overtake benutzen, also ja, überholen benutzen. Und wir ziehen uns hier leicht im Windschatten und mit der DRS-Hilfe, ja, aber das ist natürlich nicht der große Faktor, denn er bekommt natürlich auch von Strulovic hier ein bisschen, ja, Windschatten, DRS, also genau eigentlich das Gleiche und er ist noch ein bisschen näher dran wie ich. Apropos nah dran, auch Pierre Gasly klebt uns tatsächlich am Heck dran, der ist nicht mal 5 Zehntel, jetzt sogar unter 4 Zehntel, jetzt sogar unter 2 Zehntel, okay, bro, chill mal. Aber das liegt auch vermutlich dran, weil ich im Mittelsektor dann tatsächlich immer auf IAS-Mittel fahre. Das ist, ja, ich probiere da wirklich ein bisschen was aus und da kommt jetzt wieder ein bisschen näher. Kann ich aber wirklich verdammt spät bremsen und da wischen wir auch noch gut die Kurve. Was bedeutet, jetzt bin ich in Schlagdistanz zu Esteban Ocon. Wie sich das Blatt gewendet hat in einer Kurve. Guckt euch mal an, wie wir hier dran gesaugt kommen. Wir ziehen hier an Esteban Ocon vorbei. Tatsächlich, der bremst sehr früh und er wusste natürlich auch, als ich ihn da an die rechte Seite gezogen habe, dass er da in der letzten Schikane keine Chance mehr hat. Wir sind jetzt also auf dem 11. Platz und nur einen Platz davon entfernt, endlich Punkte zu holen. Und da gibt sich so ein kleiner Stau, weil Oscar Piastri und Charles Leclerc sich nicht einig werden können, wer da vorne bleibt. Das gefällt mir. Wir halten hier mal kurz drauf gegen Lance Stroll und übernehmen den 10. Platz, bekommen auch das DRS. Und das ist natürlich bombastisch. Fernando Alonso kämpft ja auch mit Checo Pérez. Das kann uns aber natürlich jetzt hier verhelfen. Denn die Vierergruppe da vorne, die löst sich einfach nicht auf. Es ist Charles Leclerc, der gegen Oscar Piastri hier kämpft. Und wir könnten hier wirklich der lachende Fünfte sein quasi. Aber jetzt müssen wir mal aufpassen. Denn Strolls Angriff, der wird kommen. Da bin ich mir fast sicher. Vierte Runde und wir haben hier schon so einen spannenden Fight. Ich hoffe, dass auch Punkte heute drin sind. Da bin ich mir aber natürlich nicht ganz so sicher. Weil es dann wirklich eine ganz schwierige Konkurrenz ist. Wir haben Lance Stroll, Esteban Ocon und ja, bei meiner Boxenstopp-Historie heißt es dann natürlich wieder ein paar Sekunden verlieren. Hier sehen wir dann das Ganze. Zweite Runde, da war ich nah dran. Und warum gibt es hier wirklich immer diese grünen Flecken? Das sieht echt komisch aus. Aber das braucht mich jetzt nicht stören hier. Wir ziehen uns hier langsam aber sicher an Esteban Ocon dran. Wir wissen ja auch, später ist es dann natürlich auch an ihm vorbeigegangen. Das DRS ist ja natürlich ohne Frage sehr hilfreich. Und wie ihr seht, hat schon zu regnen begonnen. Also das sind tatsächlich keine 2 Fünftel. Also ich bin mir da fast sicher, dass 2 Fünftel von 25 nicht 6 sind. Also wenn ich da, ja, wenn ich da noch halbwegs rechnen könnte, wären das bei mir so ab Runde 15, 16 irgend sowas. Also aus der letzten Kurve raus, das DRS ist noch aktiviert. Das könnte uns hier trotzdem gut verhelfen. Denn ab dem Moment, wo das DRS enabled ist, also halt disabled ist, also halt dann deaktiviert ist, ist es dann wirklich ganz, ganz eine schwierige Sache. Hier wird es jetzt unnormal interessant, denn nun hat es auch Fernando Alonso geschafft, sich da dran zu robben. Lance Stroll geht an uns vorbei und es ist nicht unbemerkt, dass diese Bedingungen mir nicht ganz so liegen. Also ich komme ins Rutschen, die KI weiß natürlich genau die Bremspunkte, die KI weiß, wo sie reingehen kann, wo... Die fährt halt wirklich die optimale, perfekte Zeit im Regen. Und ich muss mich da wirklich mal dran tasten. Auch meine Hinterreifen sind natürlich schon ein bisschen lidiert mit dem gelben Reifen hier. Gerade natürlich auch aus den Kurven raus bei nassen Untergrund. Du hast dann Wheelspin und dadurch entstehen halt noch mehr Abnutzungen. Lance Stroll jetzt hinter mir und ich entscheide mich tatsächlich dazu, in der 9. Runde hier in die Box zu gehen. Es geht, wenige Leute haben sich dazu entschlossen reinzugehen, aber ich denke mir, einmal habe ich es verkackt, jetzt gehen wir eine Runde früher rein. Vielleicht hilft das mal was. Also vielleicht könnte uns das wirklich an dieser Kampfgruppe da vorbeihelfen. Nein, mein Teamkollege kommt auch rein, aber der Boxenstopp ist glücklicherweise gut gegangen. Hat sich ausgezahlt, dass wir im letzten Video uns ein neues Boxenstopp-Equipment gekauft haben. Guckt gerne oben rechts vorbei, in der Playlist ist alles verlinkt. Abonniert auch gern kostenlos den Channel und jetzt ist das DRS deaktiviert. Das bedeutet, alle die jetzt noch draußen sind, sprich also gefühlt das halbe Feld vor mir, hat hier eine riesen Arschkarte tatsächlich. Oscar Piastri ist zwar noch vor mir, aber ich denke mir tatsächlich, dass das knapp werden kann. Denn wenn ich mir so Sargent angucke, der ist jetzt mit den gelben Reifen, ich habe da kaum Zeit aufgeholt auf dem, das waren vielleicht 5 Zehntel oder so. Mal gucken, wo wir rauskommen, wir waren 10., jetzt sind wir schon 9. Und bei der Boxenausfahrt könnte uns 8. Platz, da schießt aber wieder der 8. vorbei.
Und das ist Sergio Pérez. Fernando Alonso hat einen Boxenstopp vermasselt oder ja, vielleicht auch zu lange gepokert. Esteban Ocon ist auch an Alonso vorbei. Wir wären auf den 9. Platz, das wären zwei wichtige Punkte. Und vor allem wären wir tatsächlich der Best of the Rest, denn wir haben die Top 4 Teams vor mir. Und dann wären wir als Audi-Team hier. Das kann natürlich vieles, vieles noch sich umwerfen. Da kann auch vieles passieren. Ich erwarte mir da jetzt nicht direkt, dass wir 9. werden. Ihr wisst, es kann vieles und ganz schnell vor allem kann ein Spin kommen, ein Rutscher kommen, ein ja, overpowerter Hintermann, der dir dann andrückt, wie so. Also das ist wirklich, es ist noch ein langes Rennen. 14 Runden sind es noch zu gehen und bei diesen Mischverhältnissen wage ich wirklich zu bezweifeln, dass wir so zu Ende fahren. Aber jetzt mal hier aus der Hand an der Kurve raus, wir malen mal den Teufel nicht an die Wand und hoffen, dass das heute so rausgehen kann. Wir gehen in die 12. Runde vor und mittlerweile haben wir uns hier eingegroovt. Jetzt ist Charles Leclerc in die Box gegangen. Der ist, jetzt erst. Wir sind jetzt auf 8 vorgerückt. Also Charles Leclerc hat sich dann noch länger Zeit gelassen. War jetzt nicht der beste Move von ihm. Also man sieht es ja auch, der ist sogar hinter uns zurückgefallen. Obwohl der deutlich vor diesem Turnaround von Slick of Inter, der war deutlich vor uns. Also wirklich, dass der jetzt 3 Sekunden oder noch mehr hinter uns ist, ist dann wirklich schon bitter für den Monegasten. Wir haben jetzt Halbzeit. Der Regen, ja, hat sich stabilisiert. Ich weiß jetzt nicht genau. Es ist natürlich, ich hasse solche Bedingungen. Du kannst halt kaum aufholen. Ich verliere fett Zeit auf Perez. Ocon hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen, ja, drinnen. Also Ocon wirklich, den hätte ich in meiner Tasche. Aber Leclerc, ja, man sieht es, der will halt. Der hat schon 6 Zehntel aufgeholt in 2 Sektoren. Also das ist tatsächlich, der wird uns überholen. Ich denke tatsächlich, da müssen wir die erste Flagge schwenken, weil ja, Charles Leclerc, der ist wirklich eine andere Hausnummer, wie schnell der da jetzt gerade ist. Aus der letzten Kurve raus 3,7 Sekunden. Ich probiere natürlich immer, ich hier zu kontern. E-Race Management, ja, es bringt nicht viel Overtake im Regen zu benutzen, das ist mir auch klar. Aber ich muss alles versuchen hier. Ich möchte diesen 8. Platz ins Ziel fahren. Das wäre so ein bombastisches Rennen. Aber einer hat was dagegen. Sagen wir mal, mehr haben was dagegen. Aber der eine, der nur 1,3 Sekunden hinter mir ist, das ist Charles Leclerc. Der hat ordentlich was dagegen. Der will uns hier tatsächlich bumsen. Der will uns hier unnormal hops nehmen. Aber ich hoffe, dass das vielleicht gut geht. Dass wir da vielleicht noch eine oder andere Runde dran legen können. Und ja, vielleicht können wir ohne DRS-Hilfe, ich weiß nicht, mal gucken. Das wäre natürlich ein Traum, der 8. Platz, aber auch der 9. wäre natürlich super, wenn ich mir angucke, wo unser Team da herumfährt. Jetzt haben wir gelbe Flagge, Leute. Das könnte jetzt interessant werden. Kommt Safety Car, kommt irgendwas anderes, das scheitert. Red Flag, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll drüber, denn wir waren auch 5 Sekunden von Esteban Ocon weg. Doch vielleicht sind die Bedingungen jetzt anders geworden. Vielleicht ist es jetzt Zeit für einen anderen Reifen. Das wäre natürlich die optimale Erlösung. Aber nein, das ist es nicht. Es gibt einen frischen Hinter dann auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Wir gehen mal rein ins Rennen. Es ist der 7. Platz und alle Karten sind hier neu gemischt. Wir sagen, lights out und let's go. Der 2. Start im heutigen Video. Wir kommen sehr gut weg im Vergleich zu Oscar Piastri. Wirklich verdammt gut. Und jetzt hier gibt es die Bremserei. Ich gehe in die erste Kurve rein und wir werden aktuell mal auf dem 5. Platz außen hier an Lewis Hamilton dran. Das reicht nicht. Nein, das geht sich nicht aus. Vielleicht kann ich aber trotzdem kontern in die Kurve rein. Lewis deckt innen ab. Ich gehe hier an der Außenseite vorbei. Wer wird hier die Nase vorne haben? Und es reicht. Ich quetsche mich hier unter diesen beschissenen Mischbedingungen durch. Der Regen ist viel stärker geworden. Aber wir sind aktuell auf dem 4. Platz, Leute. Das wäre eine absolute Sensation, auf dem 4. Platz hier ins Ziel zu kommen. Also damit habe ich nicht mehr gerechnet. Wir gucken uns hier den Start an, der tatsächlich eine bombastische Leistung war. Und ich würde auch sagen, dass da alles mit fairen Mitteln zugegangen ist. Also wir gehen hier an Piastri vorbei, quetschen uns hier in die erste Kurve rein, bleiben auch innen auf den Curb, machen nicht den gleichen Fehler wie beim ersten Start vorhin. Und guckt euch mal an, wie schön dieser Spray hier aussieht. Also das ist wirklich futuristisch, dieses Game. Man sieht auch eine ganz leichte Aquaplaning-Schicht, wenn ich das so behaupten dürfte. Und ja, da gehen wir dann an die Innenseite, dann deckt Lewis innen ab, wir gehen außen ran, bleiben hier neben ihm dran, auf den Curb drauf und übernehmen hier den 4. Platz, Mann, Leute. Was für ein geiles Erlebnis. 18. Runde und mittlerweile bin ich hier der Zugführer von Montreal.
Jetzt geht's hier noch einmal rein, Leute. Wir haben hier den Kampf, den wir wollten. Den Königskampf um den vierten Platz. Für mich ist es tatsächlich der spannendste Fight der bisherigen Karriere, denn so weit vorne waren wir schon lange nicht. Und wir verfolgen hier gleich mit Lewis Hamilton, der siebenfache Rekordweltmeister, ab in Turn 1 hier rein. Er probiert zu innen, ich rutsche ein bisschen über den Körper drüber, aber kann mich vorne halten. Das ist natürlich jetzt mein großes Ziel, ist mir scheißegal, wie viel Zeit ich verliere. Aber wir gehen hier außen, ja, das kann sich noch ausgehen. Ich komme leicht ins Gras, muss da die Kurve ein bisschen karten, das hat keine Zeit gebracht, eher nur gekostet. Und wenn ich da hinter mich zurückblicke, da sehe ich auf jeden Fall, dass einige Piloten da schneller könnten. Bei 7 Sekunden Vorsprung von George Russell weiß ich natürlich auch, dass ich hier tatsächlich das klare Problem bin. Aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, denn genau an den Stellen, wo ich schnell sein muss, bin ich auch schnell. Aber an den Stellen, wo ich nicht schnell sein muss, also so an diesen langsamen Kurven hier, mache ich jetzt auch nicht besonders schnell, weil ich auch genau weiß, wenn ich es übertreibe, könnte ich dann direkt 8., 9., 10. werden oder vielleicht sogar gar keine Punkte bekommen. Es geht hier rein, letzte Kurve, Runde Nummer 20, den Körb schneiden und dann rutschen wir ganz nah zur Wall of Champions hin. Aber das ist glücklicherweise hier nicht der Fall gewesen, dass wir uns hier den Reifen auskugeln. Es wird spannend. 4 Runden sind es noch zu gehen mit dem Rest von dieser. Und Lewis ist wirklich erbittert. Der will hier unbedingt den Platz. Oscar Piastri hinter uns. Also jeder hat hier theoretisch noch die Chance auf den vierten Platz. 8 Sekunden sind die Jungs da vor mir weg. Aber das ist ehrlich gesagt eh nur noch zweitrangig. Wir gucken uns das hier noch einmal an. 20. Runde. Und jo, das war schon ordentlich nah. Also ich habe da, ja, das war nicht mal nah. Das war schon Minus. Also da war ich schon drinnen. 22. Runde. Es geht hier erneut in die Haarnadelkurve, mittlerweile aber tatsächlich etwas beruhigter das Ganze. Natürlich, irgendwann verstehe ich als Person auch, wann man bremsen muss, wann man schneller ist, und das zeigt dann jetzt auch so ein bisschen die Zeit. Oscar Piastri mit 2,3 Sekunden, ja, Lewis Hamilton, der ist im Regen ein Monster, das wissen wir, aber mittlerweile tatsächlich ist das easy going geworden. Jetzt zieht er da innen, ja, da gibt mir den Wheelbang des Gottes mit. Des Todes hier mit, aber ich hätte da vielleicht auch ein bisschen mehr Platz geben müssen. In der Haarnadelkurve kann ich mich erneut durchsetzen. Das ist meine große Stärke. Und durch dieses Fighten ist natürlich der Vorsprung von George Russell noch einmal erneut um einiges angestiegen. Es sind hier fast 12 Sekunden. Doch wie gesagt, das interessiert mich alles nicht. Bei der ersten Kurve ist gelb. Da hat ein Alpine abgestellt. Das ist auch gut für die Konstrukteurs-WM, wenn Alpine weniger Punkte holt. Wir sehen uns das Ganze hier noch einmal an. Hier Richtung Turn 1 in Runde 21, und es ist eine Rutschpartie. Ich habe natürlich auch bei diesen Bedingungen TSC auf Mittel, also ihr dürft mir da jetzt nichts irgendwie nachsagen. Da sehen wir das Ganze noch einmal, der zieht hier außen mal rechts dran, aber natürlich, da geht es zu dritt in die Haarnadelkurve rein, mit dem schlechteren Ausgang für, da ist was geflogen, da hat tatsächlich Lewis Hamilton den Frontflügel von Oscar Piastri leicht angeknackst. Wir sind in der letzten Kurve, Leute, noch einmal hier die Nerven behalten. Aus der letzten Kurve raus hier. Das letzte ERS verbrennen, uns reicht es, um vor Lewis Hamilton zu bleiben. Tatsächlich, wir sind hier im besten Ergebnis unserer bis jetzigen Audi-Karriere gefinisht. Es ist der vierte Platz und unfassbar sagenhafte 12 Punkte. Es hätte nicht besser laufen können. Das heutige Rennen war tatsächlich bombastisch perfekt. Boah, ich weiß nicht, noch mehr Adjektive, aber das Rennen war wirklich ein Traum und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Hier sehen wir also das Podium nochmal und dann gibt es auch hier die Punkte. In der Konstrukteurs-WM sind wir tatsächlich auf den 6. Platz vorgezogen, punktegleich mit dem Alpine-Team. Der heutige, ja,
Der heutige Punkteregen hat uns wirklich weitergeholfen. Ich freue mich extrem und das wäre schon echt ein geiles Ergebnis, hier finishen zu dürfen. 1:12:6, ja, da waren wir weit weg von der schnellsten Rennrunde. Esteban Ocon zu schlagen war natürlich gut, aber er ist auch nicht ins Ziel gekommen, was das Ganze natürlich etwas einfacher für mich macht. Chano haben wir jetzt auch hier in der Tasche. Mal gucken, vielleicht zweite Hälfte wird er vermutlich noch bleiben. Aber damals schauen, wie wir uns holen. Schreibt gerne mal eure Tipps in die Kommentare oder eure Vorschläge. Und hier sehen wir dann, es geht in Spanien weiter. Da wird es allerdings nicht so erfolgreich werden. Da bin ich mir fast sicher, Spanien ist eine aerodynamische Strecke. Spanien ist eine Strecke, wo du auch viel, viel, viel aufs Auto legen musst. Traktion und so weiter. Weiß nicht, ob das die Stärken des Autos sind. Also da bin ich mir fast sicher, dass das nicht die Stärken sind. Im Antrieb habt ihr gesehen, wir haben den schnellsten Antrieb, aber natürlich haben wir Strapazierfähigkeit und auch Aerodynamik, das mit Abstand schwächste Auto, was natürlich auch bedeutet, dass wir heute, ja, mal ein bisschen woanders auch entwickeln sollten. Für heute war es das mal, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, abonniert gerne kostenlos den Channel, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok, links mal unten im Video, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken und ciao.